Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wohnmobil World. Heute mit einem Review über ein Fahrzeug von LMC, und zwar einem Sondermodell. Das Sondermodell heißt Gray Selection 150 und die Zahl verrät es uns schon. Von diesem Modell wird es nur 150 Stück geben. Basis des Fahrzeugs ist der Cruiser Passion T663G und deswegen ist alles, was wir heute erzählen, eigentlich auch passend für das Serienmodell, für den 663G. LMC selber ist eigentlich bekannt geworden für den Bau oder mit dem Bau von hochwertigen Wohnwagen. Gibt es seit über 60 Jahren, aber seit 1991 auch mit Wohnmobilen. Und dieses Modell werden wir uns jetzt gleich mal etwas genauer anschauen. So, dann schauen wir uns das Auto einmal von der Seite an. Gray Selection 150 heißt das Sondermodell und es heißt deswegen so, weil wir an diesem Fahrzeug auch graue Applikationen haben. Aufkleber hier hinten im hinteren Bereich, hier unten im Unterbodenbereich an der Kante, aber auch vorne am Vorderwagen ist das Auto in grau gehalten und das gibt im Kontrast mit dem restlichen Weiß eigentlich ein sehr schönes Aussehen, weil doch die meisten Wohnmobile eher trist weiß sind. Das Auto ist 6,99 Meter lang, 2,32 Meter breit und hat eine Höhe von 2,69 Meter und befindet sich damit eigentlich in guter Gesellschaft der Mittelklasse-Fahrzeuge, also dem, was die meisten Wohnmobilbesitzer eigentlich haben wollen. Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 Tonnen, das ist auflastbar, dieses Modell auf 3,65 Tonnen und im fahrbereiten Massezustand hat das Auto ein bisschen über 3 Tonnen, das heißt wir reden hier über 450 Kilo Zuladung, komplettes Leergewicht 2800 und ein paar zerquetschte Kilogramm, also eigentlich genügend Platz und genügend Zuladungsmöglichkeiten. Der Blick von vorne aufs Fahrzeug, das vorhin schon gesagt, grau ist hier die dominierende Farbe und das passt eigentlich ganz gut tatsächlich zu diesem Kontrast mit dem Weiß. Der Wagen selber, zur Erklärung, ist ein Vorserienmodell. Momentan verbaut ein Chassis von Fiat auf Fiat Ducato Basis. Dieser Motor mit 150 PS und einem automatisierten Schaltgetriebe. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig für alle, zur Auslieferung kommt die neue Motoren- und Getriebegeneration von Fiat. Das heißt, wenn dieses Fahrzeug in den Handel kommt, hat dieser Wagen entweder 120 oder 140 PS. Dieser Wagen wird eine AdBlue-Einspritzung haben, erfüllt damit die 6D-Temp-Norm und, was ganz wichtig ist, das automatisierte Schaltgetriebe, was eigentlich ziemlich oft mit, sag mal, verlängerten Schaltvorgängen, mit einem leichten Nicken und auch mit einer verzögerten Runterschalten eher nicht geglänzt hat, wird ersetzt durch eine 9-Gang-Automatik mit Wandler. Das heißt also, wir können das jetzt hier nur bedingt vergleichen. Von den Fahrleistungen her wird sich eher nichts tun. Ich glaube nicht, dass die 10 PS da groß ins Gewicht fallen werden. Aber, und da bin ich mir ganz sicher, eine 9-Gang-Automatik, die wird, wenn sie als Wandlerautomatik kommt, deutlich mehr Komfort dem Fahrer bieten, als er das jetzt hier mit diesem Auto schon hat.
So, wir schauen uns den Vorderwagen an. Wir haben hier Scheinwerfer, die auch jetzt noch nicht hundertprozentig der Serie entsprechen. Es wird hinterher ein LED-Tagfahrlicht geben. Momentan ist es hier noch analog, also mit Glühlampe. Und ansonsten haben wir hier einen silbernen Kühlergrillumrandung in Silbern. Hier vorne schön schwarze Streben. Hier unten drunter im Auto, im unteren Teil des Stoßfängers, Nebelscheinwerfer. Also so, wie man eigentlich einen Fiat Ducato kennt, aber in dieser Farbkombination, wie gesagt, deutlich attraktiver. Ein Blick auf das Heck und da finden wir schon mal einen Teil, was es in einem Paket gibt, weil für dieses Auto wird es nicht die gesamte Aufpreisliste geben, sondern es gibt insgesamt drei Pakete. Ein Ready-to-Go-Paket, ein Winterpaket und ein Chassis-Design-Paket. Und dieses Teil gehört zu einem dieser Pakete, die man optional da noch draufpacken kann. Das hält so ein bisschen die Produktion schlank und senkt auch ein bisschen die Kosten und eigentlich kriegt der Endkunde dann hinterher tatsächlich paketeweise das geschnürt, was er meistens sowieso kauft. Wenn wir hier mal so ein bisschen gucken, die Rückseite selber ist ganz gerade gehalten. Ganz oben das LMC-Logo, direkt oben drüber die Rückfahrkamera, die hier auch verbaut ist und die ich auch sehr wichtig finde, damit man auch nach hinten raus sehr gut rangieren kann. Ganz oben die dritte Bremsleuchte in LED. Dann haben wir hier vorne schön abgesetzt zwei Streifen, hinten mit einer viergeteilten Rückleuchte mit Blinker, Rücklicht, Bremslicht und einem Katzenauge. Hier unten drunter eingelassen das Kennzeichen und ich finde, das sieht eigentlich von hinten schön schlicht und gerade aus, so wie ich es gerne hätte. So, nochmal kurz was zum Aufbau. LMC hat eine sogenannte Longlife-Technologie hier verbaut. Das soll was ganz Innovatives sein. Es ist auch was ganz Innovatives. Besteht aus einem GFK-Dach, einem extra harten PU-Kern. Der ist dann in der Mitte mit so einem XPS-Schaum quasi ausgeschäumt. An den Seiten gibt es noch Aluminium-Seitenwände und der Boden selber ist aus GFK. LMC gibt auf diese Technologie, auf die Dichtheit dieser Technologie 12 Jahre Garantie oder 120.000 Kilometer. Allerdings, das ist der Haken, aber auch nachvollziehbar, die Besitzer müssen mit dem Auto einmal im Jahr in die Werkstatt, um das Auto zu überprüfen und damit die Garantie dann auch tatsächlich so lange weiterhält. Der Rundgang ums Auto. Wir wollen einmal gucken, was verbirgt sich denn hinter diesen Klappen, hinter diesen Türen. Und hier sehen wir schon mal, LMC hat hier eine üppige Heckgarage eingebaut mit zwei Türen von beiden Seiten. Ich werde die hinterher auch noch mal öffnen. Und wenn wir jetzt mal hier einen Blick reinwerfen, dann haben wir hier drin einige Türen, die wir öffnen können. Unter anderem zum Beispiel hier die Tür mit den Gasflaschen. Das ist ganz interessant. Hier füllen wir, also hier stellen wir sie rein. Hier können wir sie verzurren. Wir haben aber hier vorne an der Seite, ich mache die Tür noch mal einmal ein bisschen zu. Wir haben hier an der Seite noch mal eine Klappe. Und wenn wir die öffnen, können wir ganz unkompliziert die Gassperrhähne auf- und wieder zumachen, ohne dass wir über das Heckabteil da dran müssen. Ich mache die Tür jetzt noch mal auf. Wir gucken noch ein bisschen weiter rein und sehen dann unter anderem zum Beispiel hier vorne eine extra Klappe, die man öffnen kann. Ich werde die euch gleich noch mal ein bisschen näher erklären, weil sie hat nämlich auch einen Zugang von innen aus dem Innenabteil des Fahrzeuges. Ich lasse sie einfach mal auf, damit wir das sehen können. Wir gehen jetzt hier einmal ein bisschen zur Seite und gucken hier einmal nach links und nach rechts. Wir haben hier Schienen für Verzurösen, sodass wir Fahrräder oder auch das Gepäck ordentlich verzurren können. Wir haben hier oben drin eine Beleuchtung, sodass die Heckgarage auch tatsächlich immer erhellt ist, wenn wir danach was suchen. Hier oben sehr griffgünstig die Kurbel für die Markise. Ich hole die mal einmal raus und zeige die. Man kann die dann wunderbar benutzen, um da oben die Markise auszufahren. Das machen wir vielleicht später, aber jetzt hänge ich sie erstmal wieder rein. So, eins und zwei. Und auf der anderen Seite hinten können wir gleich, wenn wir einmal rumgehen, auch nochmal die Tür öffnen, auch nochmal zusätzlicher Stauraum. So, wir gehen jetzt also hier ein kleines bisschen weiter rund ums Auto. Wir haben hier vorne die Entlüftung der Trümmer. Der Heizung, die hier verbaut ist, serienmäßig. Direkt daneben die Entlüftung für die Abwärme vom Kühlschrank, die hier auch hinten dran ist. Fenster, Ausstellfenster,
Hinten im Heckbereich eins, wenn wir ein Stück nach vorne gehen. Hier hinter befindet sich die Küche. Nächste Ausstellfenster. Unsere Tür zum Innenraum. Zum Innenraum, die werden wir uns gleich einmal anschauen. Und wenn wir hier einmal ums Auto rumgehen, einmal komplett einen Blick auf die andere Seite des Fahrzeuges, Fahrertür. Wenn wir die öffnen, haben wir Zugang zum Tankdeckel, der beim Fiat hier vorne verbaut ist. Und der Kenner wird es schon sehen, hier unten drunter. Sieht sowas aus wie so ein Blindstopfen. Dort werden wir dann, wenn die Modelle ausgeliefert werden, das AdBlue einfüllen können. Ansonsten oben Dieseltank, wie bekannt. Ein Stück weiter hinten. Stromanschluss. Wenn wir uns stationär irgendwo auf einem Campingplatz bedienen, brauchen wir Strom. Ein Stück weiter rechts daneben. Die Absperrhähne für das Gas und für das Wasser. Es hat ein bisschen geregnet vorhin, da kommt es ein bisschen runter. Also damit machen wir im Prinzip unser Auto fit für den Standplatz. Ja, damit machen wir auch die Gashähne zu, wenn wir fahren. Daneben, ein Stück weiter nach oben, Frischwasseranschluss, damit wir unseren Tank auch immer gut füllen können. Und rechts daneben, mit zwei Tasten gesichert, die Kassette für unser WC. Da können wir dann relativ einfach mit einem Griff die Kassette rausnehmen und wie bekannt, Tedford Klo, können wir dann hinterher auch unsere Kassette, den Inhalt der Kassette entsorgen. Wir gehen noch ein kleines Stück nach hinten und sehen dann hier, ich habe es vorhin angesprochen, die zweite Tür für die Garage. Und wenn wir jetzt da mal reinschauen, sehen wir, dass das eine durchaus große Garage ist. Hier auch nochmal ein Schrank, wo ich Dinge unterbringen kann, die man so braucht. Kabel, Verlängerungskabel, Warnwesten, Verbandskasten, aber auch andere Dinge, die man hier noch ganz gut lagern kann. Ich mache das mal wieder zu und wir sehen uns gleich den Innenraum an. So, ich steige einmal rein und ich gebe euch jetzt hier einmal eine Übersicht über das eigentlich wahrscheinlich den meisten bekannte Cockpit in einem Wohnmobil, nämlich das eines Fiat Ducatos. Eigentlich gibt es hier gar nicht viel zu erzählen, außer das, was wir eh schon alle wissen. Hier in diesem Modell nochmal mit Chromringen rund um Tacho und Drehzahlmesser mit ein paar silbernen Kunststoffapplikationen hier für die Lüftungsdüsen. Ansonsten, wenn wir gleich von links nach rechts gucken, haben wir hier in der Fahrertür die elektrischen Fensterheber für Fahrer und Beifahrer, die Verstellung der insgesamt vier Außenspiegel. Wir haben also einen zweigeteilten, unten nochmal einen extra gewölbten, damit wir auch so ein bisschen den toten Winkel sehen können. Wir gehen ein bisschen weiter nach rechts, also links vom Lenkrad, die Bedientasten für Nebelscheinwerfer, für Nebelschlussleuchte und für die Scheinwerferhöhenverstellung. Dann haben wir hier in der Mitte ein Multifunktionslenkrad, mit dem ich das Telefon bedienen kann, aber auch das Radio, also Lautstärke. Und wenn wir jetzt von Radio reden, dann gehen wir mal ein Stück weiter nach rechts. Da haben wir nämlich hier vorne ein etwas anderes Navigationssystem als das, was wir gemeinhin kennen von Fahrzeugen, die mit einem Fiat Ducato Chassis ausgeliefert werden. Und zwar gibt es hier ein Navigationssystem von Fusion. Das ist eine Garmin-Tochter und jeder, der schon mal ein Navigationssystem von Garmin hatte, der sieht, dass das eigentlich ein sehr einfach zu bedienendes, sehr gut funktionierendes, sehr präzises Gerät ist. Der Clou an dieser Nummer ist, dass man das Bedienteil, das ist magnetisch, abnehmen kann. Und dieses abnehmbare Bedienteil kann ich dann zum Beispiel mit nach draußen nehmen, kann mich dann vor mein Wohnmobil stellen und kann dann zum Beispiel im Sitzen auf einem Klappstuhl schon mal die nächste Route programmieren und einprogrammieren. Und das Ding übernimmt dann tatsächlich die Route mit. Und wenn ich dann wieder reinsteige, dann muss ich es einfach nur hier vorne dran setzen. Und es ist wieder mit Strom versorgt, aktiviert und wieder integriert ins Fahrzeug. Ich habe die Möglichkeit, das zeige ich euch auch gleich nochmal, dieses Navigationssystem und auch dieses Bedienpanel zum Beispiel auch
an der Küchenzeile in einer extra Aufnahme zu bedienen. Und das finde ich persönlich sehr praktisch, weil wir dann tatsächlich das Teil einfach mitnehmen können. So, unten drunter die automatische Klimaanlage, die Klimaautomatik. Eigentlich selbsterklärend, ich kann die Temperatur einstellen und kann dann mit der Autotaste dem Gerät auch sagen, dass er mir die Temperatur halten soll. Ich kann allerdings auch manuell eingreifen, indem ich die Lüftersteuerung, also die Geschwindigkeit des Lüfters verstelle oder aber auch die Austritte. Möchte ich lieber die Luft nach oben haben, lieber auf die Füße. Ich kann zum Beispiel die gesamte Luft auf die Windschutzscheibe lenken, falls die mal beschlagen ist frühmorgens. Aber ich habe auch die Möglichkeit, wenn die Luft draußen stinkt, hier vorne eine Umlufttaste zu drücken. Wir haben hier oben den bekannten iPad oder Pad-Halter von Fiat verbaut, mit dem wir dann tatsächlich auch nochmal, ja, ich sag mal, so ein mobiles Device auch nochmal während der Fahrt festsetzen können. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Hier unten die Schalter zum Beispiel für die Zentralverriegelung. Ich kann das Auto komplett verschließen. Ich habe hier vorne eine Bergabfahrhilfe. Ich habe aber auch eine Traktionskontrolle, die ich hier aktivieren kann, so wie wir es quasi bei einem Fiat auch kennen. Ich habe es vorhin beim Motor schon mal angesprochen. Es ist noch das automatisierte Schaltgetriebe, was tatsächlich auch so ein bisschen, wer es nicht kennt, das erste Mal so ein bisschen verwirrt. Es macht im Prinzip all das, was es tun soll, aber es macht es, wie ich finde, nicht so richtig gut. Also das ist halt so, dass beim Gangwechsel schon die Schaltvorgänge etwas länger dauern, weil die Hydraulik erstmal oder die Elektronik erstmal den Gang auskuppelt, dann in den nächsten Gang einwechselt und dann wieder einkuppelt. Und das ist halt oftmals mit so leichten Nickbewegungen verbunden. Wir haben hier, das ist auch ganz wichtig, zum Beispiel einen USB-Port. Wir haben aber auch hier nebenan nochmal einen Zigarettenanzünder, also einen 12-Volt-Anschluss. Hier nochmal so eine kleine Schale für Kleinteile. Da war tatsächlich auch ein Kleinteil drin. Und rechts daneben nochmal oben am Fahrzeug ein Handschuhfach, kleines, aber auch unten nochmal eine Ablage. Und dementsprechend eigentlich genügend Platz. Und hier im unteren Bereich haben wir dann noch zwei große Dosen oder Flaschenhalter, damit ich während der Fahrt auch immer griffbereit was zu trinken habe und unter anderem in der Mitte ein kleines Fach, wo ich zum Beispiel mein Mobiltelefon während der Fahrt einfach ablege. Und hier unten haben wir auch noch ein kleines Handschuhfach, nicht allzu groß, da passt nicht so viel rein, aber für kleine Dinge ausreichend. Wo ich schon hier vorne bin, zeige ich euch auch, dass man das Fahrzeug natürlich komplett verdunkeln kann. Das geht hier sehr komfortabel, relativ einfach, indem ich hier diesen Mechanismus entregel und dann hier so ein schönes Plissé-Rollo nach rechts rüberziehen kann. Das gleiche kann ich dann auch von rechts in die Mitte ziehen und durch eine Magnetleiste wird das Ganze dann wunderbar gehalten. Ihr seht auch, das läuft recht flüssig und einfach. Und das finde ich auch ganz gut, weil wir hatten auch schon Modelle, wo das Ganze etwas hakliger war. Und das funktioniert hier aber auch ganz gut. Und wir können natürlich auch das Seitenfenster verdunkeln, genauso wie wir das vorne machen. Auch das geht hier relativ einfach mit diesem Mechanismus. Und ihr seht, das ist dann hinterher sehr schön abgedunkelt, sodass uns keiner ins Auto gucken kann, wenn wir abends zum Beispiel drin sitzen oder schlafen.
Dann werfen wir mal einen Blick in den Innenraum des Gray Selection 150. Hier vorne im Türbereich, wie üblich, ein Mückennetz, was ich hier ganz, ganz leicht, es geht ganz leicht ein- und ausziehen kann. Und ich komme jetzt hier einmal rein. Und wenn ich reinkomme, habe ich auf der gegenüberliegenden Seite gleich unsere Sitzecke. Vorne mit einem Tisch, der sich in verschiedenen Richtungen verstellen lassen kann. Wir haben hier doch die Möglichkeit, das Ding zu entriegeln und auch in der Höhe anzupassen, je nachdem, wie wir sitzen wollen. Und dann natürlich auch, wie es sich gehört, drehbare Sitze. Fahrer- und Beifahrersitz lassen sich dann hinterher zusammen mit der Rückbank zu einer guten Möglichkeit des Frühstückens, des Mittagessens oder des Abendessens zusammenfügen. Wo wir schon hier hinten sind, die Sitzbank selber hat nochmal zwei Dreipunktgurte, so dass wir insgesamt mit vier Personen hier fahren können, auch wenn das Bett eher hinten für zwei bis drei Personen sind. Aber wie gesagt, zum Fahren sind hier die Anschnallmöglichkeiten für insgesamt vier Personen. Wo wir ganz vorne schon sind, gehen wir mal hier eine kleine Stufe höher. Hier ist eine Stufe vorne. Wir haben hier vorne ein Skyroof. Der lässt sich mit fünf kleinen Hebeln öffnen und dann kann ich ihn einfach aufstellen und hier vorne mit einer kleinen Rändelschraube festmachen. Moment, ich mache das mal ein bisschen höher. So. So, und dann haben wir natürlich hier vorne, wie es üblich ist, wieder ein Fliegengitter und wenn ich von der anderen Seite gucke, ein Verdunklungsrollo, so dass ich mir das Fahrzeug dann doch abends komplett auch abdunkeln kann. Direkt unten drunter eine verbaute Galerie für allerlei Kleinzeugs. Hier kann ich noch Landkarten, Teile reinlegen, die ich griffbereit vielleicht während der Fahrt nochmal zur Hand haben möchte. Also hier vorne alles in allem eine schöne Sache. Ich habe es mir jetzt hier an der Sitzgruppe ein bisschen gemütlich gemacht und wenn ich jetzt hier mal nach links schaue, sehen wir hier unterhalb der beiden klappbaren Schränke, die ich euch auch gleich nochmal zeigen will, eine Stromleiste, eine Lichtleiste, an der hier zum Beispiel zwei LED-Lampen angebracht sind, damit man hier den Tisch auch schön beleuchten kann. Und wenn wir ein kleines bisschen nach rechts gehen, haben wir was ganz Tolles, wie ich finde, und zwar ein USB-Port, den ich abkoppeln kann von dieser Stromleiste und auch an jeder anderen beliebigen hier verbauten Stromleiste wieder dran. Ich kann mir auch von den Dingern noch ein paar kaufen. Das sind quasi mobile USB-Ports und überall da, wo ich meine mobilen Geräte laden will, kann ich mir das Ding mit einer 90-Grad-Drehung wieder ganz normal oben reinhaken und habe dann Strom da, wo ich es gerne hätte. Wenn wir hier ein bisschen in die Richtung schauen, haben wir hier vorne zwei Kunstledertaschen, die an der Wand dran sind. Die sind mit so einem Klettband dran, kann man theoretisch abnehmen, aber ist für Kleinzeug ganz, ganz nett. Verschiebbare Gardinen, ist klar. Und Vorhänge. Und dann haben wir hier natürlich wieder ein Ausstellfenster. Das ist hier gesichert mit vier Haken. Und wenn ich das einfach rausfahre, dann arretiert das. Habe hier natürlich wieder die Möglichkeit, ein Mückennetz vorzuziehen oder ein Verdunklungsrollo, so dass ich es mir hier auch ganz dunkel machen kann. Wir lassen das jetzt erstmal so und werfen einen Blick hier oben rein. Hier sehen wir zum Beispiel noch einen Lautsprecher. Ich habe vorhin ja das Fusion schon mal einmal kurz erklärt vorne. Das hat die gute Möglichkeit, die Klangzonen hier zweifach einzustellen, nämlich eine hier vorne für die Sitzgruppe, eine vorne fürs Fahrerhaus, so dass wir, wenn wir fahren zum Beispiel, uns vorne die Musik leise machen können. Wenn wir hinten Mitfahrer haben, die möchten es gerne lauter machen, dann kann ich hier vorne für den hinteren Bereich die Musik auch etwas lauter machen. Wo wir schon hier sind, gehen wir mal ein kleines bisschen höher. Wir haben hier vorne zwei Hängeschränke, die sind hier vorne mit so zwei kleinen Haken gesichert. Wenn ich die aufmache, sehen wir noch mit einem Einlegeboden zwei große Schränke. Da passt eine ganze Menge rein. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Und jetzt kommen wir nochmal zum Navigationssystem. Ich habe euch ja auch gezeigt, dass wir das Bedienteil vorne im Armaturenbrett abnehmen können. Wir können es rausnehmen, vor dem Wagen zum Beispiel die nächste Route planen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, das hier vorne zu arretieren, so dass wir hier zum Beispiel auch schon Routen planen können oder zum Beispiel die Musik steuern. Das ist also eine tolle Sache.
Direkt daneben, links oben, eine Klappe und dahinter verbirgt sich, wie so üblich, unser Hauptschalter. Den werden wir jetzt hier mal einfach nochmal anmachen. Dann zeige ich euch hier nochmal, wenn wir den Drehschalter drehen, das ist unsere Batteriespannung vom Wohnmobil, das ist die vom Fahrerhaus. Hier haben wir den Frischwassertank, der ist zu 100% gefüllt. Der Abwassertank hat 0%. Hier haben wir nochmal eine Uhrzeit, die wir verstellen können. Und hier hinten sehen wir halt nochmal Temperaturen im Fahrzeug, außerhalb des Fahrzeugs. Und ob wir die Wasserpumpe anhaben. Und hier nochmal für die Winterstellung, dass das hier auch nichts gefriert. Wir lassen das jetzt mal hier so an. Wir gehen ein bisschen weiter. Wir haben hier vorne das Bedienteil unserer Truma-Heizung. Eigentlich auch selbsterklärend, so wie es jeder Camper kennt. Und deswegen gehe ich da auch gar nicht weiter drauf ein. Und rechts daneben haben wir das Bedienpanel für die Satellitenanlage. Das ist eine vollautomatische Satellitenanlage. Das heißt, je nachdem, welchen Satelliten ich einstelle, der Wagen bzw. die Satellitenschüssel richtet sich automatisch immer in die Richtung ein des Satelliten, den ich jetzt hier gerade anwählen will. Jetzt ist es hier in dem Fall Astra 1E und das heißt, die Schüssel fährt draußen, oder Astra 19E, Entschuldigung, die Schüssel selber fährt jetzt genau in die richtige Position, damit wir gleich auch den Fernseher zeigen können. So, wir gehen ein Stück nach unten. Hier vorne am Küchenblock angebracht haben wir zwei Haken, zum Beispiel für Geschirrtücher oder für Putzlappen oder für die Bürste, für die Spülbürste. Direkt links daneben ein Hauptschalter, mit dem ich im Prinzip das gesamte Licht im Fahrzeug zünden kann, unter anderem auch hier vorne der Handgriff im Einstieg, den ich mir beleuchten kann. Das finde ich sehr praktisch. Das kann ich dann auch von allen anderen Dingen, von allen anderen Schaltern auch ein bisschen fernsteuern. Und wenn wir jetzt hier nochmal neben die Tür gehen, dann sehen wir hier auch nochmal ganz praktisch oben zwei Haken und unten zwei Haken. Das heißt, alle meine Klamotten, die ich mal schnell brauche, wenn ich rausgehe, Regenjacke oder sowas ähnliches, das kann ich hier vorne wunderbar platzieren. Ich hatte euch ja zu Anfang gesagt, dass der Gray Selection 150 schon ziemlich komplett ab Werk ist mit rund 10.000 Euro Preisvorteil. Wir können auch bei der Aufpreisliste nicht so viele Häkchen machen, sondern nur drei Pakete ordern. Zwei dieser drei Pakete sind hier verbaut, unter anderem das Ready-to-Go-Paket. Dazu gehört hinten der Fahrradträger, den wir euch gezeigt haben, aber zum Beispiel auch die Sat-Anlage, die ihr gerade gesehen habt. Und hier der Fernseher, den ich hier deaktivieren kann. Hier unten ist der Hauptschalter und ich kann dann den Fernseher tatsächlich auch hinten zu meiner Schlafecke, die ich euch gleich zeige, drehen. Aber wenn ich hier vorne sitze, kann natürlich auch hier ich ordentlich Fernsehen gucken. Die Küchenzeile. Über der Küche zwei arretierbare Hängeschränke, einen rechts, einen links. Und wenn wir hier in den linken reinschauen, sehen wir da vorne eine kleine schwarze Box. Das ist die sogenannte serienmäßige eNet-Box. Das ist eigentlich ein System von Truma, was hier verbaut wird. Und wenn ich mir die passende App vom Handy runterlade, dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, von unterwegs über eine SIM-Karte oder im Nahfeldbereich über Bluetooth zu schauen, ist das Auto am Strom, wie hoch ist die Spannung, wie hoch ist der Wasservorrat, wie voll ist mein Abwasser. Ich kann, und das ist zum Beispiel das Schöne, wenn ich unterwegs bin, ich wandere vielleicht und das ist draußen recht frisch, das Auto stand den ganzen Tag und ich möchte ganz gerne in ein warmes Auto kommen, die Truma-Heizung fernsteuern mit dieser Fernbedienung. Und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr vorteilhaft, weil wir dann eben tatsächlich reinkommen. Hier gibt es dann auch Updates. Wir können uns hier zum Beispiel auch die Wassertemperatur anzeigen lassen und wir können das Ganze zum Beispiel über Timer schon vorsteuern, wenn wir sagen, okay, ich stehe früh morgens um 6 Uhr auf, will aber um 6:30 duschen, dann kann ich den Timer schon so stellen, dass die Heizung bzw. das warme Wasser um die Zeit bereit ist. Ich schließe mal hier oben beide Fächer wieder und dann gehen wir mal ein Stück nach unten. Hier unten, wie immer, wir das schon gezeigt haben, wieder ein Ausstellfenster, was ich hier vorne gut arretieren kann. Ich habe hier die Möglichkeit, wieder zu verdunkeln oder zum Beispiel das Mückennetz davor zu machen. Das tun wir auch. Hier links neben dem Fenster eingelassen in die Seitenwand ein Fach. Kann man auch Spülschwämmchen oder was auch immer, Spüli mit reinbringen durch dieses etwas Ausgesparte. Es ist auch so, dass es während der Fahrt drin bleibt.
ein Stück unten drunter. Zweimal 220 Volt Steckdosen, direkt daneben wieder zwei USB-Ports. Also hier wird nicht gespart mit den USB-Ports. Wir haben hier wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, da reinzukommen. Ich zünde jetzt mal kurz das Licht hier vorne. Wir wollen ja auch was sehen. Hier unten drunter nochmal zwei LED-Spots, damit wir dann, wenn wir kochen, auch genügend Sicht haben. Unter den Rauchglasscheiben, wer hätte es gedacht, auf der linken Seite ein Waschbecken mit Spüle, mit heiß und warm Wasser, mit einem Hahn, den ich hier ausklappen kann. Wenn ich ihn nicht brauche, mache ich es zu, habe dann die Möglichkeit, hier als Arbeitsfläche irgendwie mein Gemüse zu schnippeln. Und rechts daneben haben wir hier einen Dreiflammen-Gasherd, der ja eigentlich üblich ist und wir eigentlich auch genügend Möglichkeiten haben, hier nicht nur ein Süppchen warm zu machen, sondern etwas aufwendiger zu kochen, weil mit drei Töpfen oder habe ich auf jeden Fall eine größere Chance. Daneben rechts angebracht nochmal ein Spritzschutz und Hitzeschutz aus Glas, damit hier die Seitenwand von unserem Kühlschrank da nicht Schaden nimmt, wenn wir etwas heißer kochen. Unten drunter arretierbar über so kleine Häkchen einmal hier oben eine riesige Schublade, unter anderem auch mit Besteckkasten, also da ist wirklich viel Platz drin, lässt sich mit 10 Kilo beladen, also das ist schon echt massiv. Und wenn wir dann rechts daneben gucken, haben wir hier nochmal die Absperrhähne für das Gas und haben hier noch eine Frostschaltung, also das heißt, hier können wir alles im Prinzip wieder verriegeln, wenn wir es nicht brauchen. Ich fahre das Ding wieder ein, arretiere es und wir haben hier unten drunter nochmal zweimal 10 Kilogramm belastbare Schubladen zum Ausziehen, also für Töpfe oder für Vorräte. Das ist schon wirklich eine ganze Menge Stauraum. Hinter der Küchenzeile auch nochmal ein schönes Fenster. Ich kann es natürlich aufmachen. Ich kann es feststellen, damit auch zum Beispiel Gerüche, die beim Kochen entstehen, gleich abziehen können. Ich habe hier die Möglichkeit, mit dem ersten Rollo das Teil komplett zu verdunkeln, mit dem zweiten das Mückennetz, sodass mir hier keine Tiere reinkommen. Auch das, wie ich finde, sehr schön gelöst und ja, sehr praktisch, weil es halt direkt beim Kochen ist. Ich habe also Licht hier vorne in der Küchenzeile und sehe auch, was im Kochtopf ist. Rechts neben dem Herd haben wir dann einen ziemlich großen Kühlschrank, 140 Liter, für zwei Leute durchaus angebracht. Wir oben mit einem Eisfach nochmal, wo ich dann auch zum Beispiel eine Pizza oder Eiswürfel oder was auch immer gefrieren kann und hier Ablagen für Getränke. Draußen ist es relativ warm, wir müssen hier viel trinken, deswegen haben wir hier schon unsere Getränke. Unten ein großes Gemüsefach. Das sollte also auch für etwas längere Aufenthalte genügend Platz bieten. Ich befinde mich jetzt hier vor den letzten beiden Stufen hinten zum Schlafabteil. Und ich hatte euch ja ganz zu Anfang, als ich die Heckgarage erklärt habe, erklärt, dass es dort eine Klappe gibt, die eine besondere Bewandtnis hat. Das heißt, ich kann von hinten in diese Klappe Dinge reinschieben aus der Heckgarage heraus und kann sie dann, und das ist der große Clou, haben andere auch, aber hier finde ich es auch praktisch gelöst. Ich kann hier aus dem Wagenboden eine Klappe öffnen und habe dann die Möglichkeit, zum Beispiel Getränke, die ich hinten in der Heckgarage reingeschoben habe, wenn es draußen regnet, auch aus dem Wageninneren entnehmen, ohne nass zu werden. Das Schlafabteil, wenn ich die beiden Stufen erklommen habe, seht ihr, ist es hier mit der Stehhöhe dann nicht mehr so gut. Aber das liegt einfach daran, dass wir da unten drunter die Heckgarage, aber auch die Heizung unten verbaut haben. Und deswegen ist es hier ein bisschen weniger. Ich ziehe natürlich meine Schuhe aus, wenn ich ins Bett gehe. Und werde jetzt hier einfach mal reinsteigen in das sehr, sehr, sehr komfortable, auch von der Größe her sehr angenehme Bett. 1,96 x 2,8. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal diese Schublade rausziehe, dann kann ich hier nochmal einen Keil reinsetzen. Und dann habe ich tatsächlich ein Bett, was mich an mein Bett zu Hause in meinem Schlafzimmer erinnert. Weil das nämlich von der Größe her sehr, sehr angenehm ist. Die Polsterung sehr dick, sehr punktelastisch. Das heißt, hier glaube ich, kann ich doch sehr, sehr gut schlafen. Oberhalb des Bettes natürlich auch wieder ein Fenster zum Ausstellen und die Möglichkeit, das zum Beispiel komplett zu verdunkeln oder von der anderen Seite mit einem Mückennetz zu sichern gegen Ungeziefer.
Wenn ich dann hier vorne mich einmal komplett hinlege, dann haben wir hier vorne wieder die Möglichkeit, mit LED-Leisten uns Leselicht zu machen. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, unsere bekannten USB-Ports reinzustecken. Sie werden einfach reingesteckt und gedreht und schon sind sie aktiviert und liefern Strom. Lichtschalter hier oben für Ambiente-Licht, für das Deckenlicht und die Möglichkeit, das aber auch auszuschalten, habe ich auch. Jeweils links und rechts nochmal eine 220 Volt Steckdose und hier zum Beispiel links daneben auch wieder unsere seitlichen Kunstledertaschen, wo ich zum Beispiel abends, bevor ich schlafen gehe, meine Brille oder mein Handy reinstecken kann. Also das ist wirklich clever gelöst, ja, USB-Port direkt hier vorne dran an die Tasche, Handy über Nacht hier vorne rein, es lädt über Nacht, meine Brille ist sicher verstaut und es passiert mir hier während des Schlafens nichts. Oberhalb des Bettes dann auch nochmal 8 Schränke, die ich alle auch befüllen kann mit Dingen, die ich brauche, mit Wäsche, mit allerlei Produkten, die ich hier während meiner großen Reise mitnehmen muss. Also das ist wirklich hier ordentlich Platz. Einmal komplett das gesamte Bett umrandet mit diesen Hängeschränken, die sehr gut funktionieren. Unterhalb der beiden Fußenden der Matratzen, rechts und links jeweils 2 Staufächer große, die ich hier unten öffnen kann. Aber, das ist auch wichtig, ich kann sie auch von oben öffnen. Und dann sehe ich hier zum Beispiel auch nochmal eine Kleiderstange. Das heißt, ich kann hier Hosen, Jacken und Hemden ordentlich aufhängen, ohne dass sie mir zerknittern. Hier auch nochmal mit einem großen Fach und das Ganze auf der anderen Seite dementsprechend auch nochmal mit einem riesigen Fach. Also ich glaube, hier haben wir keine Platznot. Das war es im Prinzip von hier hinten aus dem Schlafbereich. Und wir haben jetzt hier zum restlichen Fahrzeuginneren keine Trenntür oder Schiebewand, aber dafür, falls es irgendwie keiner sehen soll, dass man da hinten gerade liegt und sich ausruht, dann haben wir hier noch einen Vorhang, den können wir einfach zumachen und sind dann ein bisschen isoliert. So, Schuhe habe ich ja schon ausgezogen gerade und wenn ich dann früh morgens aufstehe, geht es ins Bad. Hier ist der Lichtschalter. Dann schauen wir mal rein, wie es in der Nasszelle aussieht. Also, hier vorne. Ganz rechts oben fangen wir mal an. 2 Wandschränke mit jeweils 2 Flügeltüren. Genügend Platz für Utensilien, Duschgel, für Shampoo, für andere Hygieneartikel, die ich hier unterbringen möchte. Das ist sehr schön gelöst. Auch genügend Platz vor allen Dingen. Unten drunter das Waschbecken. Sieht ein bisschen, ja, billig ist das falsche Wort. Das ist halt Kunststoff, silbernes. Könnte man sicherlich etwas schöner machen, finde ich jetzt hier so nicht optisch attraktiv, aber erfüllt natürlich seinen Zweck mit dem Wasserhahn dabei. Darunter eine Schiebetür, wo ich dann zum Beispiel Toilettenpapier oder die Chemikalie für das Tedford-Klo, was hier rechts daneben ist, auch unterbringen kann. Das Klo selber, wie wir es eigentlich kennen, lässt sich hier auch noch mal ein bisschen drehen und deswegen ist das eigentlich ganz praktisch. So, und dann gucken wir mal hier vorne auf die rechte Seite. Wir haben hier eine Duschabtrennung, die wir ausklappen können, damit wir tatsächlich das Wasser, was dann von der Dusche kommt, nicht gegen die Tür, Tür der Nasszelle schlägt und dann vielleicht unten durch die Ritze in den Wohnraum reingeht, sondern diese Duschabtrennung ragt in die Duschtasse rein. Das heißt, alles Wasser, was hier gegen die Duschabtrennung kommt, bleibt hier auch drin. Und das Ganze habe ich natürlich dann zweiteilig. Hier vorne ist nochmal die andere Hälfte, die ich ausklappen kann. Gucken wir nach oben. Dachluke, wie wir es gewohnt sind. Hier oben wieder mit einem Mückennetz oder auch mit einer Verdunklung, damit die Feuchtigkeit, die hier produziert wird, auch schön nach oben abziehen kann. Und wenn wir hier vorne rechts gucken, haben wir nochmal die Duscharmatur. Die finde ich optisch sehr gelungen. Das sieht sehr modern aus. Hier nochmal mit einer höhenverstellbaren Stange und hier vorne mit einer Seifenschale, so dass ich mein Duschgel da hinstellen kann und ich mich hier auch unbedingt bücken muss, damit ich das von unten vielleicht gebrauchen kann. Also ich finde eine sehr angenehme, große, großzügige Lösung. Und dann hier im Eingangsbereich vorne in der Küche auch nochmal eine Klappe, die wir öffnen können. Und da sehen wir dann zum Beispiel unsere Wassertanks. Das heißt, wenn ich den reinigen möchte, habe ich dann hier
einfachen Zugriff. Direkt daneben auch nochmal Ausströmer für die Heizung, die sich hier auch quasi ganz, ganz in der Nähe befindet. Ich kann das auch nochmal einmal zeigen, weil die Sitzgruppe, die lässt sich hier auch nochmal hochklappen. Und hier haben wir dann auch nochmal ordentlich Stauraum für Dinge, die wir mitnehmen wollen. So, willkommen zum Fahrpart mit dem Gray Selection 150 von LMC. Cruiser Passion 663 GT, habe ich gesagt, ist unten drunter. Momentan verbaut auch noch ein Motor, den es bei der Auslieferung nicht mehr geben wird. Ich habe es vorhin erwähnt, Fiat wird den Wagen umstellen, den Motor umstellen auf Euro 6D Temp, also mit AdBlue-Einspritzung und dann in verschiedenen Leistungsstufen. Für dieses Modell wird es zwei geben, 120 und 140 PS. Ansonsten sitzen wir hier vorne natürlich, wie das so gewohnt ist, in einem Fiat Ducato-Aufbau, in einem Fahrzeug, was auf einem Fiat Ducato basiert. Grundsätzlich die Übersicht sehr angenehm. Wir haben jeweils rechts und links zweigeteilte Spiegel, also auch einmal unten einen kleinen Spiegel für den toten Winkel und dafür, dass wir auch sehen, was so quasi unter unserem Auto passiert. Und hier auch noch verbaut, auch das wird es dann hinterher bei der Auslieferung nicht geben, das automatisierte Schaltgetriebe. Etwas, von dem ich persönlich jetzt nicht der große Freund bin, weil es eben durch lange Schaltvorgänge ja so ein bisschen behäbig wirkt und manchmal auch so ein bisschen die Gänge sucht. Ansonsten, während des Fahrens sitzen wir auf gut gepolsterten Sitzen aus Kunstleder. Kein echtes Leder verbaut, finde ich auch durchaus angebracht. Lässt sich leicht reinigen, auch wenn sie jetzt hier in so einer hellbeigen Ausführung sind. Aber vom Sitzen her, von der Fahrposition, von der Sitzposition her und auch vom, ja, im Prinzip von der Breite und von der Länge her, ordentliche Sitze, mit denen man auch weit fahren kann. Captain Chair mit zwei Armlehnen, rechts und links jeweils. Und deswegen eigentlich hier vorne ein sehr schönes Sitzen. So, während der Fahrt hören wir schon ein bisschen Klappern hinten. Ich kann verraten, das sind die Abdeckungen des Gasherdes, die sind aus Glas. Wir haben hier auch nicht so eine richtig tolle Wegstrecke, deswegen ein paar Geräusche von hinten, bisschen auch was von der Duschabtrennung, aber das ist nun mal Kunststoff. Das kann man auch nicht so gut arretieren, als dass das dann vernünftig festhält. Vielleicht kann man selber auch noch ein bisschen unterfüttern. Dann hat man wahrscheinlich die Geräusche komplett eliminiert. Ansonsten hier vorne im Vorderwagen sehr ruhig, ist alles gut verarbeitet. Hier vorne klappert erstmal gar nichts. Auch oben dieses Skyroof, dieses wunderbare große Dach, gibt so ein schönes Licht von oben, macht also wirklich hier was her und kann auch mal schön während der Fahrt nach oben rausgucken und sieht dann, wie das Wetter ist. Gute Sitzposition, habe ich gesagt. Übersicht nach vorne, wie wir es vor Fiat Ducato gewohnt sind. Ich sitze persönlich mit meinen knapp 1,80 hier sehr gut, habe auch einen guten Überblick zu den Instrumenten. Ich weiß allerdings vom Kollegen, wenn man dann die 1,90 überschritten hat, dann sitzt man in einem etwas schlechteren Winkel, je nachdem, wie dann auch die Sitze montiert sind. Dann ist das mit dem Tacho bei anderen Modellen oftmals nicht so doll. Aber ich sitze hier ja, sehr schön. So, jetzt haben wir es gerade gemerkt, das automatisierte Schaltgetriebe, es geht hier leicht bergauf, hat immer so ein bisschen das Problem, dass es den Gang sucht manchmal, aber wie gesagt, gerade erwähnt, es wird in Zukunft einen neuen Gangwandlerautomatik geben und deswegen sind diese Makel dann hinterher passé. So, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas, stellen fest, die 150 PS, die das V-Serienfahrzeug hier noch hat, beschleunigen das Auto
flott. Wir haben ja eine Zuladung von 3,5 Tonnen, fahren allerdings jetzt leer. Also dürften jetzt so ein bisschen über 3 Tonnen haben. Keine Sekunde das Gefühl, als dass wir hier untermotorisiert sind. Die Lenkung, ja, Fiat-like, ein bisschen indirekt, aber das ist natürlich auch dem Aufbau geschuldet. Das heißt, das Auto ist nun mal kein PKW, sondern ein Wohnmobil und dementsprechend fahren wir um die Kurven natürlich auch immer sehr vorsichtig. Der Aufbau, der drückt dann schon ein bisschen zur Seite. So, es geht gleich bergauf. Wir geben einmal Vollgas. Das Auto schaltet runter in den dritten Gang und beschleunigt schon ganz flott. Wir sind jetzt hier bei 70 km/h. Das ist für Landstraße tolle Reisegeschwindigkeit. Geht natürlich auch noch schneller, aber die Straße hier ist natürlich auch ein bisschen schmal. Deswegen wollen wir erst gar nicht so schnell fahren. Übersichtlichkeit durch die großen Seitenfenster und das große Vorder, die Frontscheibe, sehr angenehm. Es gibt also nichts, was wir hier nicht sehen können. Wenn ich so schräg nach hinten gucke, da habe ich auch noch das Fenster der Tür, ein schmales, längliches Fenster. Auch da kann man, wenn man aus Einfahrten oder aus Einmündungen auf die Hauptstraße fährt, noch mal ganz gut rausgucken. Das passt ganz gut. So, jetzt geht es hier ein bisschen kurvig. Da wollen wir mal gucken, wie das Auto sich auch so in den Kurven hält. Aber auch das sehr gut zu fahren. Auch da nichts, was in irgendeiner Weise hin und her wackelt. Können wir uns also jetzt erstmal nicht beschweren. So, die Landstraße wird ein bisschen breiter. Dann wollen wir mal ein bisschen schneller beschleunigen. 70 sind hier erlaubt. Und das geht hier auch recht flott auf 70. Da sind wir jetzt gerade. Und wenn die Straße etwas ebener ist, merken wir schon, ist schon relativ leise hier drin. Was mir ganz gut gefällt, ist das Navigationssystem von Fusion. Das hat unterschiedliche Gruppierungen für Lautstärke. Das heißt also, ich kann es mir hier vorne im Fahrerhaus lauter machen, wenn mein Mitfahrer vielleicht hinten in der Sitzgruppe angeschnallt sitzt und gerade was lesen möchte und keine Musik hören, dann kann man die Musik für den hinteren Teil des Fahrzeuges absenken oder gar ausstellen. Andersrum genau das Gleiche, wenn ich als Fahrer natürlich keine Lust mehr auf Musik habe, aber hinten mein Beifahrer ganz gerne noch irgendwas hören möchte, dann stelle ich die Lautstärke hinten auf laut, vorne auf leise und schon hat jeder sein Musikerlebnis. So, wir bremsen auf 50 runter. Bremsen packen, wie ich finde, sehr gut. Das ist eine gut dosierbare Bremse. Weiß nicht, ob da Fiat noch was dran gemacht hat. Ich habe das auch schon mal schlechter in Erinnerung, aber hier finde ich, ist die Bremse sehr gut zu dosieren. Sie packt auch ordentlich zu und deswegen von mir hier auch einen Daumen hoch. Ja, wenn man fährt, dann ist natürlich der Weg das Ziel. Also wir fahren hier nicht auf Zeit, sondern wir wollen ja gemütlich ans Ziel kommen. Und ich glaube, das ist hier in diesem Fahrzeug ganz gut gegeben. Wie gesagt, eine entspannte Sitzposition mit einer guten Übersicht und der Motor auch mit Reserven, so dass man nie das Gefühl hat, man wäre in irgendeiner Weise untermotorisiert. Das gefällt mir schon ganz gut. Die Sitze, ich erwähnte das auch vorhin schon mal, sehr bequem, genügend Platz mit diesen beiden Armlehnen hier vorne, auch eine ganz entspannte Sitzhaltung, so dass man auch auf längeren Strecken sehr gut fahren kann. Ja, Lüftung. Armaturenbrett ist ja Fiat. Hier mit ein paar Chrom-Applikationen. Lüftung haben wir hier genug. Wir haben hier eine Klimaautomatik verbaut. Sie gehört zu einem der drei Pakete, die ich vorhin erwähnt habe, die es für dieses Sondermodell nur zusätzlich zu ordern gibt. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Wir stellen die Temperatur einmal ein, drücken auf die Autotaste und schon hält die Klimaanlage hier vorne die gewünschte Temperatur. Natürlich können wir auch manuell eingreifen und können
die Luftverteilung Richtung Windschutzscheibe oder Richtung Füße verteilen. Es tut aber in den meisten Fällen nicht Not, weil es eigentlich so schon ganz gut funktioniert. Und deswegen, ja, so wenig Knöpfe man drückt, umso besser ist es für die Fahrt. So, wir kommen an eine rote Ampel, machen nochmal kurz den Bremsentest. Ja, das funktioniert sehr gut. Das Auto verzögert dann doch ordentlich, das merkt man auch. Es ist auch sehr ergonomisch, also Fußablage hier unten für das linke Bein ist für mich sehr angenehm und der Abstand Sitz zu Pedalerie ist also auch hier sehr ergonomisch. So, verbaut ist hier, habe ich ja gesagt, das Fusion-Navigationssystem, also eigentlich Tochterfirma von Garmin. Wer Garmin einmal hatte, der weiß, wie gut es funktioniert. Eine ausgezeichnete Freisprecheinrichtung rein. Hier drin mit einem Mikrofon, was hier vorne am Armaturenbrett direkt in Richtung des Fahrers gerichtet ist. Wir haben das also ausprobiert. Das funktioniert ausgezeichnet während der Fahrt. Der Gegenüber versteht einen wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, und jetzt werden wir mal hier einmal links abbiegen und werden mal auf die Autobahn fahren. Und ja, auch mal gucken, wie wir uns auf der Autobahn schlagen. Schließlich wird wahrscheinlich dann auch, wenn man denn Richtung Urlaub fährt, ein Großteil der Fahrt auf der Autobahn stattfinden. So. Also, wir sind jetzt hier mit 50 auf der Beschleunigungsspur. Und jetzt geben wir mal einmal Gas, schaltet einmal runter, gibt ordentlich Gas und müssen eigentlich auch schon wieder bremsen, weil vor uns noch ein LKW ist. Den wollen wir natürlich nicht hinten reinfahren. Deswegen ordnen wir uns jetzt hier einmal ein und warten, bis die nächste Ampel kurz vor der Autobahnauffahrt wieder auf grün schwenkt. Oder schaltet, besser gesagt. Was gibt es sonst noch zu sagen? Alle Teile, an die ich ran muss, an denen komme ich auch ganz gut ran. Ich habe ja hier vorhin schon, als ich das Armaturenbrett erklärt habe, der wir diversen Ablagen gezeigt. Wir haben also hier tatsächlich in der Mitte, in der Mittelkonsole, im unteren Teil zwei Flaschenhalter, auch die Ablage für zum Beispiel ein Mobiltelefon. Ich habe hier links neben dem Lenkrad unten ein kleines Fach, wo ich Kleinkram reinpacken kann. Ich habe oben zwei kleine Fächer. Rechts Handschuhfach ist natürlich etwas weiter von mir entfernt, aber in der Regel reise ich ja auch nicht alleine, sondern habe ja jemanden, der mich begleitet. So, wir blinken nach rechts, schauen einmal in den Spiegel und fahren dann gleich rechts auf die Autobahn. Der LKW vor uns will das auch. Dann werden wir ihm einfach mal folgen. Die Armaturen selber, gut ablesbar, habe ich vorhin erwähnt, mit Chromringen, geben so ein kleines bisschen einen Hauch eines Luxus da oben drüber, ein Bordcomputer, der mir dann auch sagt, wie hoch mein Benzinverbrauch, mein Dieselverbrauch pro 100 Kilometer ist, zeigt mir auch die Uhrzeit an, zeigt mir allerdings auch an, welcher Gang gerade eingelegt ist und habe dann im Prinzip auf einen Blick alle wichtigen Informationen. So, dann geht es jetzt mal hier auf die A1. Wir fahren jetzt mal hier auf die Beschleunigungsspur und wir merken schon, dass der Wagen ordentlich beschleunigt. Wir konzentrieren uns jetzt mal so ein bisschen auch auf den Verkehr, weil es ein bisschen sich knubbelt hier. Aber das sollten wir auch einigermaßen hinbekommen, bis es soweit ist. Ja, fahren wir jetzt mal hier ein bisschen links dran vorbei. Ein bisschen zäh fließender Verkehr von der Baustelle. Gibt noch eins zu erwähnen vielleicht, wenn der Beifahrer etwas kleiner ist, vielleicht nur so 1,60, 1,65, dann ist der Abstand zwischen Sitz und Fahrzeugboden manchmal schon ein bisschen weit. Das heißt also, der Sitz lässt sich nicht weit genug oder die Sitze lassen sich nicht weit genug nach unten stellen, sodass der Beifahrer oder in dem Fall jetzt hier bei mir meine Beifahrerin
ein bisschen Schwierigkeiten hat, mit den Füßen den Fahrzeugboden vernünftig zu berühren, also flächig quasi aufzusetzen. Das ist so ein bisschen natürlich nicht das Problem von LMC, sondern das Problem haben eigentlich alle Wohnmobilhersteller, die ihr Fahrzeug auf ein Chassis von Fiat stellen, vom Fiat Ducato. Es ist einfach konstruktionsbedingt, ist allerdings nicht schön. Könnte man vielleicht mal ein bisschen daran arbeiten, dass der Verstellbereich der Sitze, was die Höhe angeht, vielleicht ein bisschen größer ist. So, jetzt sind wir in der Baustelle. Das Auto lässt sich hier durch die verengten Fahrspuren sehr gut dirigieren. Durch die großen Spiegel hat man einen ganz guten Überblick, wie und wo das Fahrzeug sich gerade auch befindet und kann also auch mit der Lenkung ganz gut korrigieren, damit man auch schön in der Fahrspur bleibt. Autobahnbaustellen sind ja nun auch immer nicht ganz ungefährlich und deswegen vermittelt das jetzt hier eigentlich auch ein gutes Gefühl. Jetzt haben wir die Baustelle vorbei, geben mal so ein bisschen Gas, schleunigen ein bisschen und auch da fahren wir hier auf der Autobahn sehr, sehr angenehm. So, Tempo 100 ist erlaubt. Tempo 100 werden wir jetzt auch mal einschlagen. Auch eine Reisegeschwindigkeit, die viele Fahrer gerne nehmen. 100, 100, 110, vielleicht mal 120, aber da muss man dann schon ein bisschen gucken auch, dass der Spritverbrauch nicht zu hoch wird. Wir fahren das Auto jetzt hier, ja, wenn wir es rollen lassen, im Schnitt so mit 11,5 Liter, 10,5, 11,5, vielleicht mal 12. Aber das lässt sich natürlich durch den Tempomat auch ganz gut steuern. Das heißt also, wenn wir tatsächlich mit dem Tempomaten fahren, haben wir eine sehr gute Möglichkeit, ganz entspannt, jetzt sind wir bei Tempo 100, hier auf der mittleren Spur zu fahren. Also Fuß kann sich entspannen, der rechte, weil der Tempomat das sehr schön macht. Mit der Hebelbedienung hier links unten vom Lenkrad ist das auch sehr logisch aufgebaut. Also Hebel nach unten, Geschwindigkeit verringern, Hebel nach oben, Geschwindigkeit erhöhen, beziehungsweise 5er oder 10er Schritten. Dann haben wir in der Mitte einen Knopf, womit wir den Tempomat aktivieren. So, jetzt haben wir hier Tempo 80. Also werden wir auch gleich mal runterbremsen. Kommt die nächste kleine Baustelle. Da sollten wir uns vielleicht mal nach vorne reinsetzen, damit wir hier nicht in der mittleren Spur fahren. Das funktioniert auch ganz gut. So. Und auch hier dirigieren wir das Fahrzeug wieder sehr präzise durch diese versetzte Fahrbahn. Das macht hier schon sehr Spaß. Ja, Reichweite voll gefüllt. Wenn man sparsam fährt, schafft man es bestimmt 700 Kilometer, wenn nicht noch mehr, je nachdem wie zart der Gasfuß ist. Das sind also durchaus Strecken, die man ganz gut dann auch erreichen kann, längere Strecken. Und eben weil man so entspannt fährt und auch nicht alle paar hundert Kilometer eine Tankstelle suchen muss, ja, ist es vielleicht auch so, dass man sich dann nur mal mit dem Beifahrer nach 2 Stunden abwechselt. Dann kann der nächste weiterfahren, verliert man nicht so viel Zeit mit tanken. Hat allerdings auch den großen Vorteil, wenn man zum Beispiel durch Länder reist, wo das Benzin deutlich teurer ist als zum Beispiel bei uns in Deutschland, dann mache ich halt den Tank in Deutschland noch voll und schaffe es dann vielleicht auch durch Belgien noch mal rüber und kann dann vielleicht erst dann in meinem Urlaubsort tanken und kann dann tatsächlich mir auch mal ein bisschen raussuchen, wo denn die günstigste Tankstelle ist. Ja, wunderbar, wenn man doch sieht, man kann während der Fahrt die Rückfahrkamera anmachen. Das heißt, wer wissen möchte, wie dicht der Fahrer hinter einem auffährt, der sieht das hier vorne ganz schön. Das ist ganz lustig während der Fahrt. Aber
ja, ich mache das jetzt noch mal ganz kurz an, weil das kann natürlich auch ablenken. Und deswegen drücken wir das hier wieder weg. Ja, wie gesagt, 90 bis 100 km/h, 110, wunderbare Reisegeschwindigkeit. Ich muss meine Stimme auch nicht großartig anheben, weil das hier schon recht gut gedämmt ist drin. Haben so ein leichtes Rauschen, was dann natürlich von unten durch die Räder und die Radkästen da reinkommt. Es ist natürlich kein PKW, das ist natürlich auch keine Luxusklasse, die hier gedämmt ist mit Zentimeter dickem Dämmstoff. Aber so wie hier zum Beispiel auf dem Flüsterasphalt, sehr, sehr angenehmes Fahren. So, jetzt werden wir mal die nächste Ausfahrt rausfahren. Autobahn, wie gesagt, war jetzt hier noch sehr angenehm. Dann werden wir jetzt gleich noch mal ein bisschen auf die Landstraße fahren. Und dann sollte es das für den Fahrteil auch sein. Die meisten Wohnmobilisten, die schon ein Wohnmobil haben, die werden wahrscheinlich auch ein Fiat Ducato haben, die kennen das auch. Also allzu viel kann man gar nicht über das Chassisbau erzählen. Es bleibt dann tatsächlich spannend, wie es dann mit der neuen Gangautomatik und den geänderten Leistungsstufen sich anfühlt. Automatik, bin ich mir ziemlich sicher, kann nur besser werden. Bei den Leistungsstufen 120 und 140 PS, die es dann für dieses Modell gibt, glaube ich nicht, dass sich da großartig was tut. Also ob das jetzt so wie hier 150 PS sind oder vielleicht 10 PS weniger, ich glaube, das macht den Braten auch nicht wirklich fett. So, durch die Kurve raus. Fahrzeug liegt sehr gut in der Kurve. Hat nicht das Gefühl, dass hier irgendwas schwimmt. Ich sitze auch rechts entspannt hier auf meinem Sitz. Und dann fahren wir jetzt mal hier auf die Landstraße. Machen noch mal kurz ein bisschen Bremsentest vor der Ampel. Hinter uns ist keiner und gehen mal feste rein. Ja, das funktioniert ganz gut. Bremsen sind schon sehr zupackfähig und verzögern das Auto sehr gut. Runtergefahren. Sieht man es nicht? Sieht man nicht? So, Ampel wieder grün und weiter geht's. Ah, ihr merkt schon die Schaltpausen, das leichte Nicken, wenn die Kupplung, die automatisierte Kupplung hier arbeitet. Das spürt man schon, das ist nicht so richtig angenehm. Aber sie tut, was sie tun muss. Sie wechselt die Gänge und ja, das ist natürlich das Wichtigste. Nächste grüne Ampel, dann geht es gleich bergauf. Wir geben jetzt mal ein bisschen mehr Gas, stellen fest, auch bergauf, beschleunigt das Fahrzeug ganz ordentlich. Also der Multijet 2,5 Liter Motor, Common Rail, Diesel, ist da eher von der rauen Natur, aber hat natürlich auch Kraft. Genügend Newtonmeter, um das Fahrzeug, auch wenn es voll beladen ist, zügig zu beschleunigen, auch wenn es nach oben geht, auch wenn es bergauf geht. Insgesamt natürlich dann doch sehr harmonisch. Ja, das war unser kleiner Teil des Fahrens in unserem Review. Fasst das nochmal zusammen. Übersicht über das Fahrzeug, sehr schön, die Spiegel geben eine schöne Sicht nach hinten, sind zweigeteilt, haben unten nochmal extra gewölbten Teil, womit ich das Fahrzeug auch unten, also so ein bisschen toten Winkel und was passiert direkt neben meinem und unter meinem Fahrzeug ganz gut überblicken kann. Motor, ja, ist der 150 PS zur Auslieferung, dann die neue Generation, die mit AdBlue und quasi der Harnstoffeinspritzung
uns die neue Euronorm 6D Temp verspricht. Mit der Neugangautomatik, sehr interessant, wird sicherlich ein deutlicher Komfortgewinn sein. Sitze sehr bequem durch die Armlehnen, Captain Chair, eine sehr entspannte Sitzhaltung. Der Tempomat entspannt uns auf den langen Autobahnetappen. Das ist etwas, was ich unbedingt euch anraten wollte. Passt jetzt hier auch in diesem Auto in dieses Zusatzpaket. Also es gibt ja drei Pakete, die man hier für dieses Sondermodell ordern kann. In einem davon ist der Tempomat drin. Kann ich euch nur anraten, dass ihr den tatsächlich mitnehmt, weil das ist schon ein sehr großer Komfortgewinn. Und ansonsten Fiat Ducato-like hier vorne. Ja, entspannt, aber jetzt auch nichts Besonderes. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich zum Fazit wieder. Es wird Zeit für ein kleines Fazit hier zum Gray Selection 150 von LMC. 150, weil es von diesem Modell in dieser grauen Edition mit diesem grauen Fahrerhaus und diesen grauen Applikationen hier an der Seitenwand nur 150 Stück geben wird zum Preis, zum Basispreis von 59.900 Euro. Hört sich nicht ganz wenig an, aber wir haben in diesem Fahrzeug Extras von rund 10.000 Euro schon verbaut, die ich sonst extra bestellen müsste. Das ist also schon sehr attraktiv, da gibt es eine ganze Menge. Ich kann nur drei Pakete dazu ordern und wenn ich das tue, muss ich nochmal ungefähr 10.000 Euro investieren, habe dann aber für 70.000 Euro ein Auto, was wirklich komplett ausgestattet ist. Wir sind damit sehr gerne gefahren, das Bett hinten hat eine wahnsinnige Breite, sehr bequem, auch eine gute Länge für Menschen, die nahe 2 Meter sind, die können da wirklich ganz gut schlafen drin. Was uns hier bei diesem Vorserienmodell natürlich, und das ist wichtig zu wissen, nicht gefallen hat, war natürlich dieses automatisierte Schaltgetriebe. Aber aufgepasst, wenn es zur Auslieferung kommt, sind hier vorne im Fiat die neuesten Motoren nach 6D Temp Norm verbaut. Da gibt es die hier für dieses Modell in 2 Leistungsstufen, 120, 140 PS. Und ich bekomme, und das ist wichtig, endlich eine 9-Gang-Wandlerautomatik. Das finde ich, glaube ich, das Spannendste an dem Modell. Ansonsten, wie gesagt, investiere ich nochmal diese 10.000 Euro für diese 3 Extra-Pakete, habe ich dann wirklich ein Wohnmobil, das wirklich, also da, wo es an nichts fehlt. Ob das die Vernetzung ist mit dieser iNet-Box, wo ich zum Beispiel die Troma-Heizung von fern steuern kann, ob es die Sattschüssel ist, die Markise mit der LED-Lichtleiste, diese vielen USB-Ports, die ich drin auch umstecken kann. Ich finde das total pfiffig. Wir sind damit sehr gerne gefahren und wir können jetzt hier auch nur ein positives Fazit ziehen. Wie seht ihr das? Habt ihr einen LMC? Wollt ihr euch einen kaufen? Habt ihr irgendeine Meinung dazu? Dann tut mir einen Gefallen. Packt das da unten in die Kommentare rein. Seid freundlich, dann antworten wir auch so gut wir es können. Freundlich, soweit wir es wissen. Machen uns auch kundig für euch, falls ihr spezielle Fragen habt. Fragen beim Hersteller nach. Wir fänden es toll, wenn ihr uns abonnieren würdet. Und wir fänden es toll, wenn ihr gleichzeitig auch noch auf das kleine Glöckchen drückt, weil dann kriegt ihr sofort eine Nachricht, wenn wir einen neuen Film online stellen. Jetzt bleibt mir nur noch, euch eine Handbreit Luft zwischen Blech und anderen Autos zu wünschen. Mit euren Reisemobilen kommt unfallfrei durch die Saison. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch eine gute Reise.